In den Statistiken, sprich in der Auswertung von Wabi Profi 3, finden Sie auch die Lagerwertberechnung. Die Lagerwertberechnung, wie der Name eigentlich schon sagt, ist die Darstellung oder die Spiegelung Ihres aktuellen Warenbestands zum Zeitpunkt des Aufrufs. Ja. Bevor wir aber hier jetzt in etwas genauer eingehen, das ist jetzt nichts Dramatisches, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Sollten Sie in der Bestandsspalte hier unter Umständen negative Zahlen haben, bedeutet es nichts anderes als, ich gehe jetzt mal den Artikelstamm kurz rein, dass Sie unter Umständen Wareneingänge nicht gepflegt haben. Denn jedes System der Welt kann natürlich nur so sauber arbeiten, wie Sie Waren dem System oder Daten dem System zur Verfügung stellen. Das heißt, eingeflossene, also Waren, die Sie geliefert bekommen, sollten Sie natürlich auch über den Warenzugang im System verbuchen, was kein Problem ist und wo es auch ein sehr, sehr schönes Video dazu gibt. Aber kommen wir jetzt zu den Auswertungen erneut, zur Lagerwertberechnung. Sie erhalten hier eine Auflistung der jeweiligen Gruppen, untergliedert nach Mehrwertsteuersätzen, weil wir haben jetzt zum Beispiel hier in unserem Beispiel die Testgruppe, also die Warengruppe Testgruppe, und hier haben wir zwei verschiedene Einkaufswerte, zwei verschiedene Bestände und natürlich Nettoverkaufs- und Bruttowerte, die unterschiedliche Mehrwertsteuersätze tragen. Hier Mehrwertsteuersatz 1, also sprich der volle Mehrwertsteuersatz, also in unserem Fall 19% in Deutschland, und hier haben wir 90 Euro im EK mit dem Mehrwertsteuersatz 2, also den verminderten Satz, sprich 7% bei uns in Deutschland. Links sehen wir die Zusammenfassung hierunter. Hier gesamte Bestandsmenge, Verkaufswert, Brutto ist klar, Anzahl verschiedener Artikel, davon aktiv, davon gelöscht, ist eigentlich alles eindeutig. Wir haben hier einen Artikel, also oder eine Gruppe von Artikeln, die keinen Bestand haben und die restlichen haben halt Bestand. Wir haben auch eine Aufaddierung des Nettoverkaufswertes, des Einkaufswerts netto, und somit hätten wir auch oder hätten Sie auch eine Auflistung, wenn Sie alles verkaufen würden zum normalen Verkaufspreis, hätten Sie hier in unserem Beispiel 5.500 Euro Gewinn, also netto Reinerlös erzielt. Rechts daneben haben Sie Ihren Balkendiagramm, das auch nochmal farblich gegliedert ist, indem Sie die Werte Verkaufsbrutto, Netto, EK-Wert und Gewinn hier grafisch dargestellt sehen, können Sie natürlich auch Ihre eigene Farbe auswählen oder Ihr eigenes Layout auswählen, was Ihnen an dieser Stelle zusagt, und das speichert Wabi Profi 3 dann auch. Okay, soweit so schön. Sie können das Ganze natürlich auch sortieren, dass Sie sagen, ich will es nach Einkaufswert sortiert haben, die Liste, ich will es nach Gruppennummer sortiert haben, ich will es nach Bezeichnung sortiert haben. Hier können Sie tatsächlich Ihre Sortierung selbst wählen, oder hier sagen Sie, ich will es nach Gewinn sortiert haben. Das heißt, in unserem Beispiel würden wir an der Warengruppe 8, also sprich an der Warengruppe Pumpen, den meisten Erlös, also Nettoertrag, erzielen, wenn wir alle verkaufen würden. Des Weiteren können Sie natürlich auch direkt, wenn Sie sich auf eine Warengruppe stellen, wie in unserem Beispiel PC-Spiele, können Sie hier direkt auf sagen, zeige Artikel, und zwar dieser Warengruppe. Jetzt stehen wir auf PC-Spiele, können direkt in den Artikelstamm springen, und das ist cool in Wabi Profi 3, denn in Wabi Profi 3 ist alles miteinander quer verlinkt. Das heißt, Sie können von beliebigen Stellen aus direkt auf Informationen oder auf Detailinformationen Ihrer vorhergehenden Auswahl zugreifen. Und das ist jetzt genau passiert. Wir haben ja gesagt, wir wollen alle Artikel der Warengruppe PC-Spiele sehen. Das haben wir mit einem einzigen Klick gemacht, und wir sehen nun in Wabi Profi 3 alle Artikel, die der Warengruppe PC-Spiele zugeordnet sind. Das ist cool. Des Weiteren können wir natürlich auch sagen, hey, zeig mir mal einfach mal im Artikelstamm alles, alle Artikel, die keinen Bestand haben. Und dann haben wir tatsächlich hier einen Artikel da, der keinen Bestand trägt. Und das ist auch genau das, was uns die Lagerwertberechnung sagt. Hier sagt die Lagerwertberechnung, dass wir einen Artikel ohne Bestandsmenge haben, was ja vollkommen korrekt ist. Das Ganze können Sie sich natürlich auch wunderbar ausdrucken, indem Sie hier auf Drucken klicken. Sie haben hier einen schönen Ausdruck vor sich, der exakt die Werte, die Sie in dem Formular hier hinten sehen, auch widerspiegelt, das heißt zum Ausdruck bringt, das Sie dann abheften, wie auch immer, zu Ihren Unterlagen dazu tun können. Ja, das ist die Lagerwertberechnung,
Und bis dann oder bis bald, bis zum nächsten Video.